So, willkommen zurück zu Kirby's Adventure. Mein Name ist Sam und wir wollen uns jetzt die vierte Welt vornehmen. Irgendwas mit Klibberkram war das, der Name von dieser Welt. Nichts, was man näher erläutern möchte. Drücke ich es mal so aus. Ich werde natürlich wieder erst meine übliche Taktik versuchen anzuwenden, nämlich über das Level durchzufliegen. Man kann es ja eigentlich nicht als Cheaten... Oh shit. Bezeichnen, da es eine ganz normale Spielmechanik darstellt, sogar eine sehr häufige anzuwenden. Deswegen halte ich das hier ganz legitim und notwendig. Jetzt sind wir schon im All hier. Ah, ey, wie soll ich den denn... Ach, ich weiß schon wie. Ich schieße hier einfach ab. So, aber jetzt kommt keiner mehr. Kein Problem. Ich hüpfe hier einfach durch. Ich hüpfe hier durch. Hilfe! Wo muss ich hin? Da geht's nicht hoch. Du Scheiße. Der verfolgt mich. Nein! Ficken. Ah. Woher soll ich das denn wissen? Das ist da unten. Na gut, 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 gut. Ich bin wieder voll da. Ich kann da sogar durchfliegen. Durch diese grafischen Fehler hier. Schlafende Dingsbums. Die erinnern mich auch irgendwie an Super Mario World, an diese Pinguine. Hä? Ist das ein Geheimgang? Was ist das? Grüner Schalter. Cool. Cool. Das war irgendein Bonus. Ich glaube, mein erstes überhaupt in diesem Spiel. Geil. War gar nicht... Ob dabei ist es zu sehen. Ich habe gerade gesehen, da war ein Extrakasten. Da war ich drin. Also eigentlich recht einfach zu finden. Ich stelle mich halt immer nur so blöd an und so, als hätte ich es noch nie gespielt. Ist ja auch halt die Wahrheit. So. Stirb. Tschüss. Rein da. Das war das erste Level. Supi. Dann begeben wir uns am besten ins nächste, aber erstmal will ich hier reingucken. Benutze die... Ach, das kenne ich doch schon. Kirby Quan. Ich wette, der fällt wieder runter, das kennen wir schon. Ja, geil. Das wundert mich jetzt ein wenig. Also es, ah, da kommt er nochmal. So viel Glück kann man gar nicht haben, aber... warum nicht versuchen? Oh, das war zu weit rechts. Das war zu weit rechts. Oder? Nee, der fällt, der fällt. Der fällt nicht? Das war gemein, er ist ganz weit mitnehmen. Egal, es gibt trotzdem Leben. Oder zwei sogar. Zwei. Ha. So ein kleiner gibt mir einen. Yeah. Okay, gehen wir Kleberparadies. Level Nummer 2. Okay. Ich sehe nichts, was da unten passiert. Ich fliege einfach hier oben. Ich schummel nicht, ich schummel nicht. Ich fliege irgendwo lang und weiß nicht, wo ich hin muss. What the fuck? Komme ich überhaupt jetzt dahin, wo ich hin will, hin muss, soll? Ah, ich denke mal, das war nötig. Ah, da ist die Tür. Also musste ich wohl... Ach du Scheiße. Du Scheiße. Ja, ist wieder alles sehr verwirrend. Ich habe keine Ahnung, was das hier für komische Level sind, wie das hier aussieht und was das für einen Sinn hat. Und ich gehe einfach mal den Zeichen entlang. Und irgendwie komme ich ja dann doch wieder dahin, wo ich hin muss. Er sieht sehr witzig aus, wenn er so schwimmt. Durchaus. Scheiße. Jetzt muss ich irgendwie hier hochkommen. Aha, ich kann sogar aufblasen. Mit Wasser. Wieder so fahren.
Der will sogar zwei Schüsse. Toll. Also der Apfel, den will ich nicht mehr essen. Okay. Ich gehe mal oben lang. Aber letztendlich ist ja irgendwie alles gleich. Egal, ob ich oben oder unten lang gehe. Sehr kreativ, ihr Entwickler. Hilfe, jetzt... Oh nein, die... Ich kenne die aus Kirby Streamland. Ich kenne sie und da war ein einzelner schon schwierig genug. Toll. Und die halten auch noch mehr als einen Schuss aus. Ich dreh durch. Das ist nicht nett. Habe ich jetzt irgendwie eine Chance, das noch zu überleben? Ich nehme an, nein. So, jetzt nächster Versuch. Toll. Das ist überhaupt nicht unfair. Ich sag das ziemlich oft in diesem Spiel, ich weiß, aber es ist halt so. So. Wenn wenigstens einer mal kaputt gehen würde, dann hätte ich ja eine realistische Chance. Hoffentlich starte ich direkt bei denen wieder. Ja, das sieht gut aus. Ich würde ungern hier unten in der Mitte bleiben. Ich habe noch keine wirkliche Strategie. Doch. Das war gut. Das war schon fast gewollt. Und das war Glück. Okay, die möchte gern Clowns. Wollen noch eine harte Lektion. Bekommen sie jetzt in Form von Bomben. Boah. Das war richtig gut. Ach, das waren sogar sozusagen die Endgegner vom Level. Dann verstehe ich das natürlich. Dass sie so schwer waren. Für mich jetzt. Also eigentlich sind sie bestimmt ziemlich leicht für den geübten Kirby-Spieler. So, ich gehe erstmal dieses Bonus-Dingens. Drücke sofort A, wenn die Gegner... Ah, das wieder... Oh, gegen G... Gegen DDDD habe ich eh keine Chance. Aber das hier ist eigentlich ziemlich einfach noch. Aber da muss man so schnell in... In einer Millisekunde muss man drücken bei DDDD. Bei denen hier geht es ja noch. Das ist ganz... schaffbar. Da muss man schon drücken, bevor man es überhaupt sieht. Sonst hat man keine Chance. Das ist alles noch ganz leicht. Und plötzlich kommt so ein Hammer-Typ, da hat man keine Chance. Okay, jetzt muss ich schon drücken, bevor ich was sehe, sonst habe ich keine Chance. Ich habe schon gedrückt, aber er hat gar nichts gemacht. Der ist einfach zu schwer, den kann man nicht schaffen, der ist brutal. Das ist unmöglich. Das kann man nicht schaffen mit Augen, also das muss man nach Gefühl machen. Abdrücken oder die Zeit stoppen, wann die immer schießen. Ich weiß ja nicht, ob es immer dieselbe Zeit ist, aber es kam mir jetzt irgendwie ein bisschen so vor. Schießt das Teil? Was ist das für eine riesen Kanone, die nicht schießt? Vielleicht irgendein Geheimgang? Oh, jetzt bin ich auf dem Zeppelin oder was? Ich fliege einfach mal hier oben. Ah! Das ist, glaube ich, nicht so anzuraten. Ich glaube, ich halte mich in der sicheren Mitte und dann gehe ich mal nach oben und dann ein bisschen weiter runter und dann komme ich schon gut durch. Okay. Ah! Zum Glück kann ich in der Luft schießen. Das ist so witzig mit der Luft. Also das Spielprinzip, muss ich schon sagen, hat was Originelles und jetzt weiß ich nicht, wo ich hin muss. Jetzt muss ich gegen den Strom fliegen. Toll. Wo muss ich hin? Komm, flieg, flieg, Kirby. Du schaffst es. So, hier. Irgendwo. Geht's da unten rein? Da unten rein. Da ist eine Tür. Sehr schön. Das Gute ist ja, dass man immer recht schnell und leicht... Ach, das war nur so ein Bonus-Scheiß. Die Ausgänge findet, wollte ich sagen, aber dem ist wohl doch nicht so. Also jetzt langsam wird's schwer. Ich kann scheinbar durch die ganzen Propeller fliegen, ohne dass die mir was antun. Sehe ich das richtig? Probiere ich gleich mal aus. Geht tatsächlich. Dann hätte ich mir gar nicht so einen Ärger machen müssen. Und alles umfliegen tun müssen. So, das wird richtig sein. Hihi. Was hat der für eine Fähigkeit? Der hat Boomerang. Cool. Hihi. Das ist geil. Ah, das überlebt es natürlich.
What the fuck, ducky duck? What the fuck macht Dagobert Duck? Hä? Was ist das für ein Stern? Da kann ich bestimmt drauf gehen. Ja. Wir wechseln wieder die... Räumlichkeiten. Und befinden uns jetzt... wieder mal in so einem Wolkending, wo ich glaube schon öfters war. Und das ist dann halt auch der letzte Raum des Levels gewesen. Und plötzlich gibt es einen zweiten Kirby. Woher auch immer. Ich glaube, Kirby ist sehr gut klonbar. Und das sieht wieder nach irgendwie so ein Endgegner aus. Nee. Das war ja so Aufrüstungsraum. Ein aufregender Kampf erwartet. Ach du Scheiße. Bei einem Sieg erhältst du eine Tomate und eine neue Fähigkeit. Was ist eine Tomate? Irgend so ein Leben oder so wahrscheinlich. Den kenne ich doch. Der ist nicht neu. Den sollte ich eigentlich schaffen. Jetzt springt er aber so blöd viel. Der kann irgendwie nicht in der Luft. Doch kann er. Ich hätte es nicht sagen sollen. Ja, toll. Ich hab geloost. Supi, ich hab keine Chance. Aua, steht da unten beim Bild. Sehe ich jetzt erst. Steht wahrscheinlich schon oft das da. Meine Güte, ist der schwer. Danke. Du Schande, ich bin ihm ausgewichen. Ich kann es noch schaffen, aber ich glaube nicht wirklich daran. Ich kann nicht in der Luft aufsaugen. Das muss ich irgendwie mal raffen. Okay, muss ich den Kampf schaffen? Ich verzichte, glaube ich, lieber darauf. Ich gehe einfach weiter. Wieder so ein Zeppelin-Dingens. Das hat es eigentlich schon mit Clipper zu tun, wie die Welt heißt. Clipper-Paradies. Irgendwie nicht mehr viel, oder? Das ist schön nach meinem Geschmack. Schön ruhig, entspannend. Hier kann man einfach durchfliegen. Das gefällt mir. Okay, ich habe wohl jemanden verärgert. Okay. Was ist jetzt? Was ist das? Ach, das sind diese Vögel. Die kenne ich doch schon. Sahen irgendwie gerade aus wie so kleine Eichhörnchen. Du, ist das spannend. Meine Fresse. Gehen wir einfach weiter. Das ist ein sehr schnelllebiges Spiel. Eine Schallplatte, die eingesperrt ist, oder was? Wo muss ich hin? Ich glaube, ich muss sie einfach einsaugen. Ihre Fähigkeit benutzen und dann kann ich mich da nämlich runterrollen. So ist es nämlich gedacht. Wette ich mal, wie Sonic hier durchzuhuschen. Aber Sonic schafft es irgendwie eleganter. Auch wenn ich selber noch nie gespielt habe. Jetzt habe ich es verloren. Ich brauche dich wieder. Komm zurück. Ist es das? Wenn es das... Oh, jetzt ist es weg. Lass mich bloß in Ruhe. Lass mich bloß in Ruhe. Immer weiter runter. Bisher ging es immer nach oben. Jetzt geht es plötzlich nach unten. Das ist auch sehr verwirrend. Welche Tür? Ich gehe in die, weil die andere wahrscheinlich irgend so ein bekackter Bonus ist. Was macht das? Okay, sieht interessant aus, aber keine Ahnung was. Ich behalte die. Ich habe gar keine Wahl mehr. So. Komm her. Ach, das macht überhaupt nichts aus. Cool, wie das dem was ausmacht. Cool, wie der nach mir mit Erdhügeln schießt. Der ist gar nicht so schwer, den kann man irgendwie voraussehen, finde ich. Da war Sonne und Mond irgendwie schwieriger. Ich muss mir irgendwie merken, was er macht. Er schießt einmal, dann dreht er sich voller Krache und dann macht er irgendwas anderes wieder. Und dann nimmt er mir schon, haut mich kaputt. Ach, jetzt kommt... Scheiße. Der täuscht an und ist doch gar nicht so ungefährlich, wie ich dachte. Oh, wieso lebe ich noch? Ich verstehe es nicht. Jetzt. Ich hab's gewusst.
Zum Glück hüpft er nicht. Jetzt kann ich es noch schaffen. Wenn ich besser bin als er, dann schaffe ich das jetzt. Geh ein bisschen weiter weg und dann. Jetzt kommt wahrscheinlich der Erdhügel wieder. Dankeschön. Ich hab's überlebt. Moment, jetzt will ich was ausprobieren. Nein, ich bin zu spät. Ich glaube, ich hätte ihn noch einsaugen können, wie die meisten Bosse, und dann seine Fähigkeit übernehmen. Ich brauche unbedingt, wie ihr seht, Lebensenergie. Moment, was gibt der für eine Fähigkeit? Gar nichts. Was soll denn der da? Die geben keinen Sinn für mich. Warum sind die überhaupt hier? Der gibt schon mehr Sinn. Jetzt kann ich nämlich das. Das war's. Sehr schön. Diese Musik, die ist echt ziemlich abgefuckt. Da wollte ich überhaupt nicht hin. Scheiße, jetzt bin ich tot. Kacke. Okay, ich mache jetzt erstmal Schluss. Und dann geht's im nächsten Video mit dem fünften Level weiter in der vierten Welt, Klimmerparadies. Bis dahin und macht's gut.